Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von EEP 13. Heute werde ich im ersten Teil der Folge mit dem Texture Multiplier arbeiten, einem kostenlosen Zusatztool. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und ich werde mal heute von den Kollegen hier, die Tauschtexturen anbringen. Das heißt, wenn wir es mal hier unter Ziel anzeigen, dann haben wir hier die CS3 moderne ZZA klein. Die habe ich sogar hier verbaut. Hier drüben fehlt sie noch. Die bekommt dann entsprechend noch was mitgeteilt und halt hier, wo aktuell Würzburg Hauptbahnhof drin steht. Das ändern wir auch um. Sie sind nämlich... Moment, hier sind sie. Ich hoffe mal, sie sind die richtigen. So, Text. RE 50. Na, Dresden Hauptbahnhof. Bisschen größer, nehmen wir hier 40. Und ebenfalls 40. RE 50 Leipzig Hauptbahnhof. Was habe ich jetzt gemacht? Zurücksetzen. Oh. Ich arbeite zum ersten Mal mit dem Programm übrigens. Also ich kenne mich hier noch nicht so ganz aus. Bis auf, dass ich es vielleicht mal ab und zu mal ein bisschen getestet habe, aber gut. Wir haben hier so viele Anzeigen, die wir hier noch reinschreiben können. Hauptbahnhof vergessen. Dann tragen wir sonst noch irgendwas hier ein. Müsste eigentlich, zumindest für die Anlage müsste das jetzt reichen. Ich möchte das als, ja, ich speichere das als DDS. Nehmen wir Zugziele für -LP Anlage. Einmal updaten. Jetzt stehen hier drin. Speichern. Auf mein Desktop. Okay. Speichert. So, jetzt nehme ich hier nochmal die ZZA. Gleis 1. Zeile. Welche Uhrzeit nehmen wir denn? Wir haben jetzt 18, sagen wir mal 18, nee, nehmen wir 15, 35, Gleis 1, Zeile, RE 50, Bahnhof, von der Schriftgröße ein bisschen kleiner. Das nochmal an, wie das hier gemacht wurde. Ich bräuchte mal kurz, ich glaube F7, genau F7 war das. Okay, so rum war das hier gemacht. Dann lösche ich das mal raus. War das so rum? Nee, wie kriege ich das denn nicht drunter? So rum. Wenn ich das hier so richtig sehe, wie das hier eingegeben ist. Moment, ich setze mal kurz ein bisschen was hin. Braucht da ein bisschen. Das. Der einzige, der da drüben hält. Dann nehmen wir für 32 die Durchgangsgleise. Nummer 4. S3 könnte man hier zum Beispiel eintragen.
RB. Nehme ich erstmal die Regionalbahn. Halt so rum, wie man das nehmen könnte. Gut, jetzt müsste ich mir noch ein Ziel überlegen. Na komm, ich kann das später noch anpassen. Ich beende das erstmal hier an der Stelle. Und tausche jetzt erstmal die entsprechenden Anzeigen rein. Bei den Wagen hier drüben. Geht dann relativ simpel. Einmal Rechtsklick, einmal Modelleigenschaften. Tausche 6 zu 1. Muss ich mal schauen, welche das ist. Ah, das ist hier in der Front. Was ist die zweite Tauschtextur? Weil hier ist nämlich noch eine zweite Tauschtextur angegeben. Mal speichern. So, und jetzt mache ich das hier mit allen Wagen. Also nur eine Tauschtextur, die der Steuerwagen hat. Na, zieh das noch ein Stück hoch. Gut. Das ist ein bisschen weit oben, aber lässt sich nicht umgehen. Und so kann man halt jetzt die passenden Tauschtexturen erstellen. Zugzielanzeiger. Entsprechende Position. Setz jetzt auch machen wir erstmal an der Seite. Und ich hätte vielleicht noch entsprechend anpassen können. Aber mir fallen jetzt noch ein paar Ziele ein. Dann könnte ich zum Beispiel reinschreiben, S1 Meißen-Triebigstahl. Oder S1 Schöner. Hat der Schöner oder Pachando drin? Also bei der 146 Zugzählanzeiger. Dresden Hauptbahnhof und das ist leer. Dresden Hauptbahnhof, Leipzig Hauptbahnhof, Meißen-Triebigstahl, Bad Schandau. Okay. Weil die fahren ja eigentlich nicht nur nach Bad Schandau, sondern die fahren ja eigentlich auch nach Schöner. Das ist immer so abwechselnd, einmal Schöner, einmal nach, wie heißt es, nach Bad Schandau. Immer so ein Wechsel. Und bei Bauarbeiten kann es auch schon mal vorkommen, dass dann nur bis Pörner gefahren wird und dann Pörner schon gewendet wird. Habe ich auch schon gesehen. Aber bei denen fliegt halt das DB Regio weg. Das Niedersachsen ist am Zug ebenfalls und hier oben kommt dann LED rein. Zumindest, dass es so von der Textur dann aussieht. Und ja, was ich jetzt noch mache, ich bin nämlich jetzt mal so frei und schalte hier nämlich ein bisschen was durch. Fahrt, Fahrt, Fahrt. Das ist das Blöde bei den Signalen, dass halt da irgendwie der falsche Fahrbefehl drin ist. Naja, die haben auch keinen Geschwindigkeitsvoranzeiger. Ich muss jetzt mal schauen. Und die Signaltafeln sind ja die Zusätze.
Diese Level 1 Gedöns. Kannst du was nicht anzeigen? Okay. Der 2. Auch nur als entsprechender. Der hier auf dem Mast. Auch. Also es gibt hier keine. Ja, hier so ein Zeit das 3, das könnte ich eher gebrauchen. Dass die entsprechenden Geschwindigkeiten anzeigt. Ah, das bräuchte ich ja als Voranzeiger. Also es hat ja eine integrierte Vorsignalfunktion, das sieht man hier an dem gelben. Dreieck. Nächstes Signal, Fahrt auf. Halt erwarten. Dunkel geschaltet. Ja, halten soll er halt nicht. Das ist die richtige Dunkelschaltung. Maximum Tempo 60, aber das soll er nicht ab dem Signal fahren, das soll er ab dem nächsten Signal fahren. Muss ich auf das dritte gehen. Gut. Muss ich mir merken. Fahrt. Darauf. Maximum 50. Das ist für diesen ja abzweigenden Güterzug. Dementsprechend haben wir 50 wiederholen. Fahrt wiederholen. Halt wiederholen. Und hier haben wir nochmal sowas. So ein Wiederholer. Und natürlich das Halt wiederholen. Nicht vergessen. So. Irgendwie ist heute die Luft raus. Ich weiß nicht wieso. Aber gut. An dieser Stelle war es dann auch erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss. Bis zur nächsten Folge von EEP 13.